το σχολείο. Kein Anfänger. Und ging hinein. Er blieb hier und hielt Wache. Und dann fiel er einfach um. Und überall war Blut. Es war ein Schemen. Da ist jemand ganz schön wütend. Ich hab's gesehen. Dareus! Adlerfrau. Lass mich los! Du kannst von Glück sagen, dass ich dich nicht für einen von denen gehalten habe. Was machst du in Messenien? Wenn Elpidius noch lebt, ist er bei Amorges. Und Messenien ist Amorges Hochburg. Sieht aus, als wärst du da auch von selbst drauf gekommen. Aber er wird schwer zu finden sein. Er versteht es, sich abzuschirmen. Wir müssen ihn herauslocken. Ich hätte da ein paar Ideen. Hinter Amorges steht das gesamte spartanische Heer, unter dem Befehl seiner ergebensten Befehlshaber. Wir werden kaum zu ihm durchdringen, es sei denn, wir schwächen seine Truppen. Dann tun wir das. Der Orden hat eine umfangreiche Produktionskette für seine Waffen. Hinter all dem steht ein Befehlshaber, sprich für den Anfang mit den Heloten. Vielleicht wissen die, wo er ist. Außerdem verstärkt der Kult des Kosmos den Orden in Messenien. Und ein Befehlshaber des Ordens, Demokrates, ist für die Durchführung verantwortlich. Wenn wir ihn ausschalten, wird uns der Kult nicht länger im Weg stehen. Dann schalten wir ihn aus. Eine Sache noch. Ich habe gehört, dass der Orden einen Athener Feldherrn gefangen genommen hat. Er ist für meine Pläne unabdingbar. Du musst ihn befreien und ihm diesen Brief geben. Und dann hole ich Elpidius. Erzähl mir mehr über Demokrates. Amorges hat ihm die Geschäfte des Ordens mit dem Kult übertragen. Er ist bekannt, zeigt sich aber wenig in der Öffentlichkeit. Dies ist eine seltene Gelegenheit, ihn zu erwischen. Dieser Athener Feldherr, was willst du von ihm? Wenn wir ihn befreien, haben wir einen mächtigen Verbündeten. Wo finde ich die Heloten, die ich nach dem Befehlshaber befragen soll? In Appia. Dort findet die ganze Waffenproduktion statt. Verlass dich auf mich. Wir schlagen schnell und hart zu. Wir? Zu zweit sind wir wesentlich schneller und effizienter. Wir werden uns nur wieder gegenseitig an die Gurgel gehen. Halt dich da raus. Meinst du, mir macht das Spaß? Elpidius' Leben zurückzubekommen, ist der einzige Grund, warum ich mit dir rede. Ich habe hier genug Zeit verschwendet. Komm zurück, wenn du den Orden erfolgreich geschwächt hast. Es gibt noch mehr zu tun. Da ist er.
Da ist er. Was ist das? Also langsam nervt es. Oh!
Du hast mir meine Freiheit geschenkt. Wie soll ich dir nur danken? Bleib stehen und
mich niemand bemerkt. Du hast mich gerettet. Ich danke dir. Hast du die Helotin Rhode gesehen? Ja, sie wurde zum Zentrum von Appia gebracht. Es heißt, dass sie dort den Tod finden wird. Stadtzentrum. Ich sollte mich beeilen. Wenn man nimmt, was einem nicht gehört. Ein Tod wird allen eine Warnung sein. Es ist mir egal, wem das Essen gehört hat. Wir waren hungrig. Wenn du das Spektakel sehen willst, hast du von da unten bei den anderen eine bessere Sicht. Wer bist du? Ich bin sauer und ungeduldig und habe keine Zeit. Ich bin nicht zum Reden hier. Wie meinst du das? Willst du diese Frau auch töten? Ich bin nicht in Stimmung für Gnade. Also wer seine Gliedmaßen behalten will, sollte jetzt gehen. Na schön, ihr Feiglinge. Gebt eure Ehre an der Tür ab und lauft mit eingekniffenen Schwänzen davon. Und ihr Mutigen, schnappt die Söldnerin! Du kriegst, was du verdient hast! Ich hab bloß die Zunge rausgeschnitten. Es ist soweit. Was willst du hier? Ich hab gesagt, ich bin gegen den Schild. Thank you.
Das war knapp. Danke, Söldnerin. Gut, dass du vorbeikamst. Kiere. Warte! Ich suche den Befehlshaber. Es hieß, du wüsstest etwas über ihn. Der Befehlshaber. Oh, ich kenne ihn. Das stimmt. Welch schöne Erinnerungen. Ich habe mal für diesen Malakes gearbeitet. Dieser Befehlshaber klingt abscheulich. Er ist skrupellos, Söldnerin. Er ließ uns arbeiten, bis unsere Hände rot und wund waren. Wir bluteten bis zum Morgengrauen. Nicht mal die Kinder hat er verschont. Deshalb muss ich Essen stehlen, wo ich kann. Wir haben nie genug. Du hattest Glück, ich kam gerade rechtzeitig. Wie wurdest du geschnappt? Sie haben mich erwischt, als ich einen Laib Brot stahl und mich zum Tode verurteilt. Was passiert, wenn ich 10-mal mehr stehle? Die Strafe ist zu hoch. Zeig mir den Befehlshaber und ich schlitze ihm die Kehle auf. Du willst ihn umbringen? Mhm, schön. Es geht einiges vor sich in Messenien, Söldnerin. Sieh nur, wie wir leiden, wie die Kinder leiden. Es muss doch ein besseres Schicksal für sie geben. Ich habe einen Plan, wie ich die Kinder von hier wegschaffen kann. Meinen Sohn und die anderen. Hilf den Kindern, dann helfe ich dir. Ich mache es. Aber du musst mir sagen, wo der Befehlshaber ist. Sehr nett von dir, Söldnerin. Ich verspreche, du wirst dein Ziel finden. Aber schlitze ihn bitte nicht vor den Kindern auf. Wie willst du die Kinder hier rausschaffen? In der Nähe gibt es einen Fischer, den wir gut für seine Hilfe bezahlen. Wir müssen die Kinder zu seinem Boot an der Anlegestelle bringen, und zwar schnell. Die Zeit läuft uns davon. Geh voran. Folge mir. Hallo, mein kleiner Krümel. Wir haben keine Zeit. Wir müssen los. Schnell. Wer ist das? Eine freundliche Söldnerin. Sie wird uns helfen, von hier zu verschwinden. Also gut, Leute. Martha sagt, wir sollen der Söldnerin folgen. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Das ist kein Spiel. Hast du einen Heldennamen, Söldnerin? Ein Heldenname ist ein Deckname, den nur die größten und bestesten Helden haben. Meistens eine Kombination aus einem coolen Tier und dem Wetter. Sagt ihr eure Heldennamen, Kinder? Meiner ist Wolfssturm. Meiner ist Blitzschlagheim. Meiner ist... Er ist Hühnerregen. Wollt ihr den Namen nicht? Solche Beine. Wen haben wir denn hier? Ich wusste, ich würde dich hier finden, Adlerfrau. Hier bin ich. Sie hatten recht. Du stehst immer im Zentrum jedes Aufruhrs. Warum trittst du nicht beiseite und lässt mich meine Arbeit tun? Ich kümmere mich um dich. Und dich, sobald ich die Kinder weggebracht habe. Sie haben noch zu tun. Die Kinder da raus. Ich werde es genießen, dich in deinem eigenen Blut zu ertränken. Zeit zu sterben! Haltet euch die Augen zu! Seht nicht hin! Leise! Die Kinder macht zu viel Lärm! Wenn ich fertig bin, werdet ihr lernen, euren Mund zu halten. Kinder, das Hof wartet.
Du brauchst einen Heldennamen, Söldnerin. Such du doch einen für mich aus. Ah! Oh, wie wär's mit Adler irgendwas? Sie hat doch einen Adler. Adler Donner. Perfekt. Jetzt bist du eine von uns. Totale Wahnsinn! Söldnerin, du hast es geschafft. Es ist Zeit für dich zu gehen, kleiner Krümel. Du kommst nicht mit? Nein, ich muss bleiben und hart arbeiten, damit ich dich eines Tages besuchen kann. Nein, nein! Wo ist mein Vater? Wo ist meine Mutter? Ohne dich will ich nicht gehen, Martha. Er nimmt mich in den Arm, wenn ich schlecht geträumt habe. Söldnerin, ich weiß nicht. Nun, da der Zeitpunkt gekommen ist, weiß ich nicht, ob ich es ertrage, sie vorzuschicken. Schick uns nicht weg, bitte! Ihr müsst gehen. Messenien ist zu gefährlich. Es ist nicht sicher für Kinder. Aber was ist mit unseren Eltern? Was passiert mit ihnen? Sie wollen nur euer Bestes. Jetzt geht. Das Boot wartet. Chere, mein Krümel. Sie werden es da draußen besser haben. Du hast recht. Wären sie geblieben, ich wüsste nicht, ob wir sie beschützen könnten. Sie erwartet ein besseres Leben. Ein besseres, als wir ihnen bieten könnten. Wir werden immer für unsere Kinder kämpfen. Ja, immer. Und du hast einen Befehlshaber. Hab Dank, Söldnerin. Mögen sich unsere Wege wieder kreuzen.